willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es gibt wieder was brandaktuelles, brandneues, brandheißes und das muss man löschen mit Wasser, denn es kommt wieder mal eine begrenzte Forschung, aber diesmal ganz komisch, die geht nicht nur 3 Stunden, sondern den ganzen Tag sozusagen. Aber ihr habt natürlich alle wieder eine Ingame-Benachrichtigung bekommen mit Loturzel. Wetter im Fokus, begrenzte Forschung mit Loturzel. Professor Willow möchte den Einfluss des Wetters auf Pokémon erforschen mit einem Schwerpunkt auf dem Wasser- und Pflanzen-Pokémon Loturzel. Ihr wisst ja alle, dass Loturzel eigentlich nur auftaucht im Spiel, wenn es regnet. So. Jetzt weiß ich, ist das an dem Tag wirklich so, dass da permanent ein Regenwetter ist oder die wissen schon, dass an dem Wochenende es richtiges Sauwetter ist und die ganze Zeit regnet, deswegen ist dann da die Forschung mit Loturzel da oder kommt das diesmal auch einfach ohne besagtes Wetter? Es kommt ja eh aus den Feldforschungen da, aus den Aufgaben, die ihr macht, deswegen eigentlich wurscht. So kann man natürlich aber auch kein Wettergeboostetes bekommen, wenn da gutes Wetter ist. Aber das sind schon wieder Fragen über Fragen und Theorien und hin und her. Drehe die Fotoscheibe der Pokestops in deiner Nähe, um Feldforschungsaufgaben zu erhalten, die zu Begegnungen mit diesem Wasserlinse-Pokémon führen. Während du deine Nachforschungen anstellst, halte die Augen nach anderen Pokémon offen, die vom Wetter beeinflusst sein könnten, wie zum Beispiel Formeo. Da handelt es sich natürlich um die Normalform, obwohl ich finde, wenn natürlich Loturzel ein Wasserpflanzen-Pokémon ist, hätte es ja dazu gepasst, wenn sie die Wasserform von, also die Regenform, diesen Lusttropfen von Formeo noch dazu ins Spiel bringen als Shiny-Variante, aber es geht um den, um das Formeo in der Normalform, was ihr aber als Shiny bekommen könnt, wo ihr auch Loturzel natürlich als Shiny bekommen könnt, deswegen ist das ja so krass, das gab es eigentlich vorher auch noch nicht, denn beim Barschmatt da gab es Barschmatt aus den Aufgaben als Shiny, beim Perlu-Ta gab es Perlu aus den Aufgaben als Shiny, jetzt habt ihr Loturzel aus den Aufgaben als Shiny. Und nebenbei noch Formeo als wildes Pokémon, auch als Shiny. Das ist also wie ein Sea-Day, der von 11 bis 20 Uhr geht. Und das ist richtig brutal. Den ganzen Tag suchten. Hier sind die Infos, wann 30. März 2019 von 11 bis 20 Uhr Ortszeit. Jetzt ist ja eigentlich ganz gut, weil ich genau weiß, dass ich nächste Woche Samstag frei habe. Aber eigentlich wollten wir da eine richtige Grillaktion starten. Wollten wir diese Woche schon, aber diese Woche ja Sea-Day. Also haben wir gesagt, nächste Woche Samstag ist ja nichts los. Machen wir mal ein Grillfest, keine Ahnung. Vorher noch Kinderbasar, weil man hat ja sonst nichts zu tun. Und jetzt kommen die hier an und knallen da wieder so ein Ding rein von 11 bis 20 Uhr. Jetzt muss man mal gucken, wie man das macht. Wenn nicht, geht man halt erst zum Kinderbasar, dann spielt man 2-3 Stunden und dann fängt man abends an zu grillen. Aber nach 20 Uhr grillen ist auch richtig behindert. Aber ja, die wissen auf jeden Fall schon, wie sie einem das Wochenende wieder auf den Kopf stellen können. Pokémon, die aufgrund bestimmter Wetterbedingungen erscheinen, treten während des Events mit vermehrter Häufigkeit auf. Erhalte begrenzte Forschungsaufgaben durch das Drehen der Fotoscheiben an Pokestops. Schließe die begrenzten Forschungsaufgaben ab, um Loturzel zu begegnen. Mit etwas Glück begegnest du vielleicht schillernden Loturzel und schillernden Formeo in Normalform. Da habt ihr es also nochmal dabei. Und dann gibt es auch noch eine neue Attacke. Die Attacke Meteorologe für Formeo wird für immer ins Spiel aufgenommen. Was sicherlich dann wieder interessant ist für PvP-Spieler. Ansonsten macht man mit Formeo eigentlich nichts. Solange du die begrenzten Forschungsaufgaben während des Event-Zeitfensters erhalten hast, kannst du sie jederzeit abschließen. Vergiss nicht, dass du viele Pokestops besuchen musst, um neue Feldforschungsaufgaben zu erhalten und so vielen Formeo wie möglich zu begegnen. Ist das jetzt wieder irgendein Fehler? Und so vielen. Das ist das, der kleine Unterschied, nicht um so vielen, sondern und so vielen Formeo wie möglich zu begegnen. Obwohl das ja mit den Stops dann nichts zu tun hat, weil die kommen ja nicht aus den Stops. Oder doch, die werden ja angeblich eigentlich wild erscheinen, wilde Formeo und aus den Stops die Loturzel. Aber auf jeden Fall trotzdem interessant, dass das wirklich von 11 bis 20 Uhr ist, denn sonst habt ihr 3 Stunden gehabt. Und gerade beim Perlu-Day ging es ja schon richtig gut ab, in den 3 Stunden mit einer guten Shiny-Rate, wenn ihr das jetzt
9 Stunden habt. Also soll da jeder mit 100 Shinies dann rausgehen oder ist da die Shiny-Rate wieder extrem mager wie beim Barschwartag, dass man deswegen das Event über den ganzen Tag hat und die Shiny-Rate nicht so hoch, dass trotzdem die Leute mit 3, 4, 5 Shinies rausgehen, aber eben 9 Stunden dafür spielen müssen. Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Wie ich es jetzt nun mache, weiß ich natürlich nicht. Heute ist auf jeden Fall der Gekkabor Community Day. Diesmal das erste Mal von 15 bis 18 Uhr. Das sind jetzt noch 2 Stunden, bis es losgeht. Jetzt noch schnell das Video hier rausgeklatscht. Und da werde ich natürlich mit der Kamera wieder dabei sein und unterwegs. Wie das nächste Woche, da habe ich keine Ahnung, ob ich da nebenbei nur was zocke. Immer mal eine Stunde da, eine Stunde hier, weil eigentlich der Samstag komplett vollgepackt war. Aber Niantic lässt uns eben keine Ruhe, immer wieder was Neues, richtig gute Sache. Und das Formeo, das Laturzel, sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus als Shiny, weil es irgendwie so einen bräunlichen Ton hat, als wäre es vergammelt. Ist ja eine Pflanze, eine verdammte alte gammelige Pflanze, oder als wäre es so lange im Solarium gewesen. Wie findet ihr das natürlich, dass die nächste begrenzte Forschung da ist? Was sagt ihr zu dem Zeitraum und zu dem Event, dass es 9 Stunden geht und dass es auch 2 verschiedene Shinies gibt? Nicht nur das aus der Forschung, sondern eben auch Wild als Formeo, Formeo als Normalform. Eigentlich unnütz, aber Shiny-Sammler wollen natürlich alles haben. Das war es aber jetzt von meiner Seite erstmal aus und... Boah, ich hoffe, die Nudeln kommen gleich. Ich habe so einen Kohldampf. Die Erdnusssoße muss auch noch weg. Ja, das Loturzel sieht auch aus wie eine Erdnusssoße getunkt. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.